Ja, der KSV Hessen Kassel gewinnt sein zweites Spiel gegen den TSV Schott Mainz heute mit 2:1. Und bei mir steht jetzt Nils Pichino. Das war ein sehr hart umkämpftes Spiel heute gegen Mainz. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, genau so, hart umkämpft. Ich denke, wir haben heute keine gute erste Halbzeit gehabt. Da haben wir aber auch das deutlich angesagt in der Halbzeit, dass es eigentlich nicht so geht, dass wir einfach zu wenige zweite Bälle gewonnen haben. Ich denke, das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser hinbekommen, haben wir auch vorne dann die Nadelstiche besser gesetzt. Und zwei Tore, die sehr wichtig waren, wo wir dann aber auch im Gegenzug das 1-2 bekommen, was ja nicht nötig ist in der Form. Und dadurch machen wir es natürlich unnötig spannend. Und, aber ansonsten, denke ich, können wir zufrieden sein mit der Ausbeute und das ist das Wichtigste jetzt. Ja, du hast heute zwei Vorlagen gemacht. Das ist auch kein schlechtes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Sagen sie natürlich danach, warum machst du nicht selber in so einer Situation? Aber ich denke, da bin ich nicht der Typ, der unbedingt auf Teufel komm raus das Ding selber machen muss. Und ich wusste, dass Adri den dann auch eiskalt versenkt. Ja, heute waren ja wieder Zuschauer zugelassen, anders wie in Stuttgart letzte Woche. Macht sowas auch mal den Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Faktor für die, gerade für die letzten Minuten dann noch, dass sie einen dann noch pushen und dass wir das dann halt wirklich noch über die Zeit bekommen. Am Dienstag geht es schon weiter gegen Stadt Allendorf. Wie schätzt du Stadt Allendorf ein? Ja, für mich ganz schwierig. Ich kenne die Mannschaften alle noch nicht. Dadurch, dass wir uns jetzt auch komplett auf Schott jetzt konzentriert haben, haben wir da noch keine Vorbereitung zugemacht. Aber ich denke, das wird dann jetzt morgen dann schon kommen. Danke auch.